Namaste, liebe Freunde, hier ist wieder Dirini Thai von Be Enjoy und mit dem dritten Teil der spannenden Geschichte über das jetzige Zeitalter, über das Zeitalter von Kali Yuga, von Misswirtschaft und Streit. Wir leben sicherlich in einem sehr spannenden Abschnitt dieser Zeit, welcher ziemlich sicher entscheidend sein wird, wie geht es mit uns allen weiter, wie geht es mit der Erde weiter. Und vor allem, wie geht es mit Dharma weiter? Dharma ist unser größter Schutz, unsere größte Sicherheit. Und das Befolgen von diesen Prinzipien von Dharma ist so, so essentiell und wichtig für jeden aufgeklärten, zivilisierten Menschen. Diese Geschichte ist über 5000 Jahre alt. Aber wir sehen, wie aktuell dieses Wissen ist. Und wie viele Parallelen wir ziehen können mit der heutigen Zeit. Und wir sind an eine Frage gelangt im letzten Teil, wo dann der Stier Mutter Erde fragt. Mutter Erde, die höchste Persönlichkeit Gottes, Hari, Hari ist ein Name für diese Persönlichkeit Gottes oder für die höchste Persönlichkeit Gottes, erschien als Shri Krishna, um dir deine schwere Last abzunehmen. All seine Taten und Spiele sind transzendental, jenseits der sinnlichen Wahrnehmung, jenseits der wissenschaftlichen Spekulation, philosophischen Spekulation. Und diese Spiele ebnen den Pfad der Befreiung. Und wir haben den Vers aus Bhagavad Gita gehört, der genau darüber noch einmal spricht. Diejenigen, die die Taten und Spiele des Herrn kennen, sie können Befreiung erlangen. Davor müssen sie von Anhaftung, Angst und Zorn befreit werden. Deswegen praktizieren wir Meditation, verschiedene Arten von Yoga, in erster Linie Bhakti-Yoga. Du bist nun seiner Gegenwart beraubt. Du denkst jetzt wahrscheinlich an diese Taten und Spiele zurück und bist wegen seiner Abwesenheit traurig. Natürlich, jeder, der Gott antreffen würde, müsste traurig sein. Müsste traurig werden. Und das ist ein einmaliges Ereignis, dass Gott selbst als Avatar auf die Erde herabsteigt. Wann immer und wo immer Dharma abnimmt, wann immer und wo immer Dharma oder die grundlegenden Prinzipien vom rechten Leben abnehmen oder geschwächt werden, dann muss Gott selbst darauf reagieren, weil das ist sein Gesetz. Er ist der Gesetzgeber. Und jetzt weiter. Die letzte Frage vom Stier. Und dann hören die Antworten von der Kuh. O Mutter, du bist der Speicher aller Reichtümer. Bitte teile mir die Ursache deiner Leiden mit, durch die du so geschwächt worden bist. Die Erde ist heute geschwächt durch die Umweltverschmutzung. Unter anderem, aber noch mehr durch Nichtbefolgen von Dharma-Prinzipien. Es scheint mir, als habe der mächtige Einfluss der Zeit, der selbst den Mächtigsten bezwingt, all dein Glück zerstört. Dass selbst die Halbgötter, die Lichtwesen, die Devas, bewunderten. Und jetzt gibt es ein sehr wichtiges Kommentar von Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Durch die Gnade des Herrn wird jeder Planet, wohlbemerkt auch die Erde, voll ausgestattet geschaffen. Die Erde ist mit allen Reichtümern ausgestattet, die für den Unterhalt ihrer Bewohner notwendig sind. Aber wenn der Herr auf die Erde herabkommt, wird die Erde in solcher Weise mit allen Fühlen bereichert, dass selbst die Bewohner des Himmels, die Bewohner des Paradies, sie mit großer Zuneigung verehren. Durch seinen Willen kann sich das Gesicht der Erde jedoch sehr schnell wandeln. Ganz nach seinem gütigen Willen kann er etwas tun und es wieder ungeschehen machen. Deshalb sollte niemand glauben, er sei selbstgenügsam oder unabhängig vom Herrn. So, das ist jetzt noch einmal sehr wichtig, es ein bisschen zu überlegen. Wir hören von den Wissenschaftlern, von den Politikern, von bestimmten Geschäftsleuten. Bald
werden wir keine Nahrung mehr haben und nicht genügend Nahrung für die ganze Bevölkerung. Und die versuchen jetzt verschiedene Lösungen dafür zu finden. Ja. Die wissen, dass die Ressourcen, um die künstlichen Dünger zu produzieren, eigentlich nicht mehr vorhanden sind. Und sie prophezeien, ja, bald in 10, spätestens 20 Jahren wird großer Hunger auf uns kommen. Ja, und Knappheit des Wassers und dieses und jenes. Und natürlich eine Lösung wäre eine nachhaltige Landwirtschaft, Biolandwirtschaft und so fort. Das ist noch nicht in den Sinn von vielen gekommen, vor allem von diesen großen Konzernen wie Bayer und Monsanto und so weiter. Aber Monsanto ist jetzt Bayer. Und die haben jetzt auch andere Lösungen. Wir reduzieren die Weltbevölkerung. Es gibt zu viele Menschen auf der Erde. Das ist wieder eine Halbwahrheit. Das stimmt gar nicht. Also die Erde kann für die ganze Bevölkerung genug Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber nicht, wie der Mahatma Gandhi gesagt hat, nicht für jedermanns Gier. Also die Erde kann unsere Grundbedürfnisse zufriedenstellen, dafür sorgen, aber nicht für das Gier der Menschen. Es ist genug für alle da, aber nicht genug. Manche bekommen nie genug, wir wissen. Deswegen sind Dharma-Lehrer entschieden gegen diese Meinung, es gibt zu viele Menschen auf der Erde, wir können die Menschen jetzt nicht ernähren, deswegen führen wir jetzt bestimmte Sachen ein, wie zum Beispiel die Pflichtimpfung, die Weltbevölkerung reduzieren wird. Und da sind die Aussagen von größten Befürwortern, wie zum Beispiel Bill Gates. Ich werde jetzt den Namen aussprechen, aber er ist nicht alleine. So, wir sollten nicht glauben, wir sind selbstgenügsam oder unabhängig vom Herrn und vor allem von seinen Gesetzen in Form von Dharma. Jetzt, der letzte Teil Geschichte. Die Gottheit der Erde in der Gestalt einer Kuh antwortete der Persönlichkeit des Dharma in der Gestalt eines Tieres darauf: Dharma, was immer du mich gefragt hast, werde ich dich wissen lassen. Ich werde versuchen, all deine Fragen zu beantworten. Einst hattest du vier Beine und ließest durch die Gnade des Herrn das Glück im gesamten Universum anwachsen. Das Glück in der Welt hängt von der individuellen oder kollektiven Erhaltung von Dharma-Grundsätzen ab. Erinnern wir uns noch einmal: Barmherzigkeit, Entsagung, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Man sollte diese Prinzipien trotz aller Schwierigkeiten mit Entschlossenheit aufrecht erhalten. So kann man während dieses Lebens glücklich sein und schließlich zu Gott zurückzukehren. Wie wir auch gestern aus dem Vers aus Bhagavad Gita gehört haben, diese Grundsätze sind dafür da, dass wir zur rechten Einsicht kommen. Und diese rechte Einsicht bedeutet, es gibt jemanden, der uns liebt, seit unvergänglicher Zeit, unser Schöpfer, der uns aus Liebe, nicht aus Langeweile, aus Liebe geschaffen hat. Und er sehnt sich nach einer liebevollen Beziehung mit uns. So Dharma Regeln dienen dazu, um transzendentale Liebe, auf Sanskrit Prema, zu erreichen. Transzendentale Liebe zu Gott und zur ganzen Schöpfung, zu allen Lebewesen. Und wenn man diese Dharma-Regeln befolgt, dann wird Glück überall vorhanden sein. In unserem individuellen Leben, im kollektiven Leben, sogar, wie wir sehen, im ganzen Universum. Die Veden sprechen nicht nur von dieser Dimension, sie sprechen von 14 verschiedenen Dimensionen im Universum. Und dann zählt Mutter Erde 40 Haupteigenschaften Gottes oder Krishnas. Und sie sagt, dieser persönliche Gottes, der Speicher aller Tugend und Schönheit, Sri Krishna. Sri Krishna bedeutet der Allanziehende, der solche wunderschönen Eigenschaften besitzt, die jeden anziehen. Also diese Persönlichkeit hat jetzt seine transzendentalen Spiele auf dem Gesicht der Erde beendet,
In seiner Abwesenheit hat das Zeitalter des Kali seinen Einfluss überall hin verbreitet. Kurze Lebensdauer, kurzes Erinnerungsvermögen, Dharma-Grundsätze nehmen ab. Und was haben wir noch gehabt? Und dann sehr wichtig, die Barmherzigkeit auch. Und die Barmherzigkeit ist eine Erweiterung von unserer Liebe im Herzen. Wenn wir tiefe Liebe erfahren, die göttliche, transzendentale, spirituelle Liebe, dann haben wir Mitgefühl mit uns selbst und dann mit der ganzen Schöpfung. So in der Abwesenheit, der persönlichen Abwesenheit von Gott auf der Erde, hat das Zeitalter des Kali seinen Einfluss überall hin verbreitet. Und es schmerzt mich, diese Daseinsbedingungen zu sehen. Die Erde ist ein sehr mitfühlendes Wesen. O Persönlichkeit der Religion, o Dharmaraj, ich litt unter der großen Last der unnötigen Streitmacht atheistischer Könige. Könige können wir mit Regierungsverantwortlichen gleichsetzen heutzutage. Damals gab es schon eine große Streitmacht, die von Gott selbst in einer großen Schlacht von Kurukshetra ausgelöscht wurde. Und es gibt archäologische und vor allem noch mehr schriftliche Beweise dafür. So, ich litt unter dieser großen Last und die Erde leidet immer noch. Jedes Mal, wenn wir eine Atombombe zünden, die Erde leidet darunter, wie wir alle. Und so wurde durch die Gnade der Persönlichkeit Gottes, ich wurde durch die Gnade der Persönlichkeit Gottes davon befreit. So, diese Zuflucht zu nehmen beim höchsten Herrn, das ist die Vollkommenheit von Dharma. Krishna beendet seine Erläuterungen zum Dharma in Bhagavad Gita, im letzten Vers, in der letzten Anweisung an uns alle, die er spricht. Sarva dharam parityaja mam ekam sharanam vraja. Er sagt, gib alle Arten von Dharma auf und gib dich alleine mir hin. Also diese alleinige Zuflucht beim Herrn reicht schon. Wir müssen keine großen Yogis sein, keine großen Gelehrten, keine Philosophen. Gott ist das Ziel und der Weg, wie man sagt. Upaya, das, was wir erreichen wollen, und Upaya, der Mittel, mit dem wir, eigentlich andersrum, Upaya ist dann das Ziel und Upaya ist das Mittel, mit dem wir das erreichen wollen. Und dann sagt er, ich werde dich von allen sündhaften, schlechten Reaktionen, von deinem schlechten Karma befreien. Von Angst, von Zorn, von Gier, von Lust, von Neid, von Illusion, von Verrücktheit dieser Welt. Deswegen solltest du dich nicht fürchten. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und wir können wirklich erst dann furchtlos werden, wenn wir uns durch Yoga, Yoga bedeutet Verbindung, mit dem Herrn verbinden. Wenn wir diese Verbindung schaffen, dann werden wir furchtlos. Dann werden wir nicht mehr verwirrt auch. Und dann spricht die Mutter Erde zum Stier, in ähnlicher Weise befandest auch du dich in einem leidvollen Zustand und hattest kaum noch die Kraft zu stehen. Und so erschien er durch seine innere Energie in der Familie, in einer großen Dynastie, königlichen Dynastie, Yadu-Dynastie, um auch dich zu erlösen. So, wenn die Gesetze nicht befolgt werden, dann muss der Gesetzgeber einschreiten. Und das macht er entweder durch die äußere Kraft, durch verschiedene Naturkatastrophen, Naturereignisse
Und manchmal muss er persönlich erscheinen, wenn das nicht reicht, wenn die Menschen trotzdem dann nicht zur Vernunft kommen. So, und vor allem erscheint er, um uns Trost zu geben. So, alle diese seine Erscheinungen dienen auch dazu, dass wir Gott dann besser verstehen, seine Persönlichkeit, dass wir von dieser Persönlichkeit angezogen werden. Während die Erde und die Persönlichkeit der Religion so miteinander sprachen, gelangte der heilige König Maharaj Parikshit an das Ufer des heiligen Flusses Saraswati. Das ist ein sehr mystischer, bedeutender Fluss, der jetzt unterirdisch verläuft, mit Anfang von Kali-Yuga-Zeitalter ist dieser Fluss von der Oberfläche verschwunden und fließt jetzt unterirdisch. Maharaj Parikshit, der König Parikshit, war der letzte rechtschaffene Dharma-König auf der Erde. Ganz, ganz wichtig, das auch zu sagen. Und Maharaj Parikshit kommt jetzt an diesen Tatort und er sah, dass ein Mensch niederer Herkunft, ein adharmischer Mensch, im Gewand eines Königs eine Kuh und einen Stier mit einer Keule schlug, als hätten sie keinen Besitzer. Die Haupttätigkeit solcher nicht-dharmischen Regenten wird es sein, unschuldige Tiere zu töten, besonders die Kühe und die Stiere, die von ihren Herren, den echten Landwirten oder Handeltreibenden, nicht beschützt werden. In der Bhagavad Gita heißt es, dass die Aufgabe dieser handelnden Menschen, Geschäftsleute oder Landwirte, darin besteht, sich um die Landwirtschaft, den Schutz der Kühe und den Handel zu kümmern. Im Zeitalter des Kali jedoch liefern die heruntergekommenen Kaufleute die Kühe an Schlachthöfe. Die Aufgabe der Regierungsverantwortlichen ist es, die Bürger des Staates zu beschützen, auch die Tiere. Die sollten auch die Bürger des Staates werden. Während die Kaufleute die Stiere und Kühe beschützen und sie für die Produktion von Getreide und Milch verwenden sollen. Natürlich Kuhdung ist auch sehr wertvoll. Es ist die Aufgabe der Kuh, Milch zu geben und der Stier soll helfen, Getreide zu erzeugen. Im Zeitalter des Kali aber bilden die Angehörigen der adharmischen Klasse, der atheistischen Menschen, die Regierung. Und die Kühe und Stiere, das heißt die Mütter und Väter, die von den Kaufleute nicht beschützt werden, schickt man in die von der Regierung organisierten Schlachthäuser, diese Massentierfabriken. Der Stier war so weiß wie eine weiße Lotusblüte. Er fürchtete sich entsetzlich vor diesem angeblichen König, der ihn schlug. Und er war so verängstigt, dass er zitternd und urinierend auf einem Bein stand. Das ist der Zustand der Tiere. Deswegen, wenn, wie der, glaube ich, Paul McCartney sagte, wenn die Schlachthäuser gläserne Wände hätten, dann hätten wir viel mehr Vegetarier. Obwohl die Kuh von großem Nutzen ist und man religiöse Dharma-Grundsätze aus ihr gewinnen kann, war sie jetzt abgemagert und hatte kein Kalb. Ihre Beine wurden von einem niederen Menschen geschlagen. Tränen standen in ihren Augen und sie war traurig und schwach. Sie sehnte sich nach etwas Gras auf der Weide. Die Kühe müssen auf die Weide. Maharaja tröstete den Stier und die Kuh und dann sprach er mit donnernder Stimme zum Kali, zu dieser Personifizierung dieses Zeitalters. Wer bist du? Du scheinst stark zu sein, doch wagst du es, die Hilflosen zu töten? Unter meinem Schutz stehen. Mit deiner Kleidung gibst du dich für einen gottähnlichen Menschen, für einen König aus. Doch mit deinen Taten widersprichst du den Grundsätzen der heiligen Könige. Du Schurke, du wagst es, eine unschuldige Kuh zu schlagen, nur weil Gott und seine Vertreter außer Sicht sind?
Da du ein unschuldiges Geschöpf an einem entlegenen Ort schlägst, bist du schuldig und verdienst es, getötet zu werden. Und dann geht Maharaj Parikshit weiter fort, um die Pflichten eines rechtschaffenen Königs oder einen rechtschaffenen Politiker zu erörtern. Und darüber hören wir im nächsten Video. Ich wünsche euch alles, alles Gute und möge die göttliche Liebe immer mehr in eurem Herzen anwachsen. Gaura Premanande, Hari Hari Bo!